genau. Sieht genauso aus. Okay, ich muss also auf die unteren Dinger zielen. Krank. Da könnte noch was sein. Nein. Jetzt ist das Ding wieder da. Oh! Wow. Blöder Depp. So, wieder zurück auf die hier. Und Checkpoint. Oh, und schon wieder ein Boss. What the fuck? Hallo? Was war das? Warum ist der nicht gesprungen? Okay, weiter, da war ja gerade ein Safe State davor. Mal schauen, ob wir den noch schaffen. Ich bezweifle es irgendwie, dass wir den in der Zeit schaffen. Beziehungsweise ich weiß nicht mal, was der macht, oder anscheinend ist es auch nicht mal ein Boss. Alter, müssen wir da noch oben stehen bleiben? So Leute, willkommen zurück bei Aeris. Ich sehe ein bisschen anders aus, weil ich es nicht erwarten konnte weiterzuspielen und es war zu spät für die Aufnahme. Aber wir machen jetzt einfach mal den Boss und so weit war das gar nicht mehr, wie ihr sehen werdet. Also das war echt minimalst weiter. So, wir müssen jetzt erstmal den Knaben hier vor dem wegspringen. Das geht auch relativ gut. Oh, fail. Das ist echt ein bisschen Timing-Sache. So, nächster Versuch. Ne, ich werde den doch hinkriegen. Ich habe den schon mal geschafft. Das würde ich jetzt nicht so aussehen. Das hat mich nämlich übelst genervt. So, Speed passt. Ach komm. Nur wegen dem blöden Eck da. Kann es ja nicht sein, dass das jetzt nur Fails werden. Na, oh, das sah so gut aus und dann bleibst du mit dem Kopf da dran hängen. Komm, hau mich hoch, ich will da hoch. Zack. So, das sieht doch alles gut. Geht doch. So, den hole ich mir mal nicht. Wir gehen mal hier weiter. Switch mal Waffe hier auf Laser. So, und da ist er auch schon. Dann bolzen wir doch einfach mal drauf. Der macht hier irgendwie so Giftangriffe. Und da kommen die kleinen Dinger raus, weswegen hier auch die komische Dingens hier nehmen. Ja, genau, da kommt dieses Gift. So, und weiter drauf geknallt. Ah, oh, falsche Richtung. Der war auch gar nicht so schwer. Muss man nur draufhalten und zack ist er tot. Der war relativ easy. Ich weiß gar nicht, warum allgemein der so schwer gewirkt hat. Oder warum das ein Boss sein soll. So, und dann sind wir nämlich schon hier. Und dann seht ihr gleich, wo wir hier unsere tolle neue Rüstung bekommen haben. So weit war das nämlich gar nicht. Das war hier durch. Dann kommen wir nämlich in diesen Raum. Sind hier reingegangen. Und da kam dann was nach unten. Und da haben wir unsere neue Rüstung gekriegt. Wie ihr jetzt hier seht, hat ein bisschen neue Features. Wir können hier so einen komischen, durch drücken und runter, können wir hier so einen komischen Angriff machen, der auch Schaden macht. Und weiter weiß ich nicht mehr. Und da war ich dann auch schon fertig. Also so weit habe ich gar nicht vorgespielt. Es tut mir leid, dass ich vorgespielt habe, aber so weit bin ich gar nicht vor. Kann ich die hier auch wegknallen? Was soll denn das? Achso, ich muss hier komplett durch. Alles klar, okay. Und da ist wieder ein Dicker, den holzen wir doch gleich mal weg. So, und jetzt hier ein bisschen aufpassen. Wow. Krass.
So. Okay, dann sind wir hier unten. Oh, warum flackert es hier? So, da war einer tot. Da kommt wieder so ein Dicker. Ich finde die Waffe doch gar nicht so schlecht, wie ich gemeint habe. Und ich bin auch komischerweise besser geworden. Ja genau, da kommt so ein Dicker raus. Wenn es Gott sei Dank nicht anspringt. Ah, da hat er es versucht. Wurde aber nichts raus. Und er ist tot. Und dann machen wir doch einfach mal weiter. Aber ich habe keinen Plan, was hier passiert. Oh, da ist so ein fetter Q. Oder wie auch immer man es nennt. So eins von den Blauen da. Das Spiel wird langsam irgendwie berechenbar. Was ich ein bisschen schade finde. So, meine Tastatur kriegt auch nicht mehr. So, da können wir nämlich jetzt durch. Den da treffen. So, haben wir ein fetten Ding. Aua. Und noch platt. Dann schauen wir doch einfach mal, was hier drin ist. Dazu brauchen wir nachher Evernate. Ach, wir kaufen uns jetzt einfach mal 5 Stück von dem. Von dem hier auch. Wir haben ja genug von dem Zeug. So, und dann mal durchfashen hier. Ja, und gleich mal einen Gegner in die Fresse. Oh, und ein Cube. Wer hätte das erwartet? Dass die Gegner sich wieder regenerieren oder wieder auftauchen, habe ich mich auch schon langsam dran gewöhnt. So. Wie ihr seht, da oben haben wir schon einiges zusammen. So, und was ist hier? Sieht komisch aus. Oder kann was Interessantes drin sein? Bevor wir das hier... Oh ja. Da ist was Cooles drin. Zack, hier rein. Und da runter. Puh. Das ist ja... Hä? Komischer Irrgarten oder was? Das gewollt ist? Okay. Da gehen wir noch nicht lang, wir gehen erstmal hier lang. Ja, genau. Gut, dass wir das schnelle Ding hier haben. Jetzt könnte das nämlich ziemlich ins Auge gehen. Aber ich glaube nicht, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier Alternativwege gibt. So, hier wegwaschen. Hä? Warum sollte ich hier hin wollen? Incoming transmission. Anyone out there? If you can hear this, the hostages are being held captivated in the armory. Please do everything you can to rescue them. The hostages are not the only one at risk Earth is in. What's that noise? Oh no, they found me! Someone help me! Hurry! I just lost the signal. You need to get to the armory now. Okay, wir müssen zur Armory now. Aber irgendwie kommt mir das so vor, als wenn das hier der richtige Weg wäre. Toll, und wir kommen auch nicht mehr zurück. Hab ich sehr schön gemacht. Normal geht's immer nach rechts. Nur anscheinend hier nicht. Aber wir haben ja einen Checkpoint erreicht und das ist gut so. What the fuck ist das? Ist das jetzt ein Boss oder was? Ja, genau, hau mich. So, ich will Tab drücken. Lass mich Tab drücken. Oh ja, das ist ein Boss. So, kurz Tab drücken, Repair Kit kaufen. Kaufen wir uns auch gleich mal. Na, 2 Stück müssten reichen. Dann bolzen wir doch einfach mal hier drauf. Aber wie kann ich dem denn ausweichen? Gar nicht, oder was? Das ist dann irgendwie etwas unberechenbar. Boah, nochmal ein helles Ding und ich wechsle mal Waffe. Zion Blaster. Nee, nicht upgraden, nicht upgraden. Da, Zion Blaster. Item, nochmal 2 Repair Kits. Alter, was macht der da? Ich kann da doch gar nicht drauf, oder? Oh, das war knapp mit dem. So, und wir hauen mal unseren
Fuck it! Was ist das für ein krankes Ding? Und wie kann ich dem ausweichen, hey? So, okay, wir wissen, was wir tun müssen. Repair Kit, Repair Kit, Repair Kit. So. Setz schon mal auf den hier. Ich hoffe, das bringt uns was. So, und dann sind wir wieder hier. Ich hoffe, ich kann den irgendwie... Bam! Penetrantes Ding, echt. Sehe ich schon eine neue Armory und... Oh cool, da können wir so durchswitchen. Das sehe ich auch noch nicht. Ich wollte den eigentlich nur... Oh, voll daneben. Fetter Dino oder was? Alter, wie penetrant ist denn das? Health. Boah, wie krank bist du eigentlich? So, nochmal Health Kit. Oh, wir können Valkyrie hernehmen. Machen wir doch gleich mal. Hat er voll reingehauen hier. Alter, was machst du für kranke Scheiße hier? Boah, wo ist der richtige? Yeah, und er ist tot. Ging doch mal gut. Und... Fuck! Was war das? Ach du Scheiße. Hey cool, da kommt noch einer zur Hilfe. Looks like just in time. Here take the prototype weapon development. UE. I'm sorry you be able to put it to get use. Alter, wir haben eine neue Waffe gekriegt. Sehr geil. Let's go rescue ourselves some hostages. Cool, cool, cool. Stage clear. No, you saw him stand me, take me. Okay, das ist wieder ein cooler Zwischentrailer. Hätte ich nicht erwartet. Gut, dass ich ihn aufgenommen habe, ey. Let Dr. Carson know that the first good will do is you. Boah, das ist wieder so brutal schnell. Egal, ihr könnt es ja pausieren und nachlesen. Versuche hier mal ein bisschen die Story nachzuverfolgen. Bathematics. Okay, Minions. So, das war der Trailer und hier pausiere ich bzw. stoppe ich das Ganze und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.